Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es um das Thema Präzision und der Nachweis dieser Präzision durch Streukreise oder Ähnliches. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Das ist ein etwas komplexeres Thema, deswegen blende ich euch hier mal das Inhaltsverzeichnis ein. Es gibt insgesamt 6 Punkte, die ich ansprechen möchte. Und es lohnt sich nicht, vorzuspringen zu irgendwelchen Punkten. Dann versteht man den Rest nicht mehr. Also werde ich keine Sprungmarken unten angeben, sondern müsst ihr einfach durchgucken oder sein lassen. Heute geht es um Präzision und wie man die ermitteln kann und vor allem, wie sie vergleichbar ermittelt werden kann. Worum geht es? Es geht um die Präzision einer Waffe zusammen mit dem Schützen. Wenn ich in Internetforen unterwegs bin oder wenn ich mir irgendwo auf irgendwelchen sozialen Medien irgendwelche Dinge angucke, die die Präzision einer Waffe bestimmen, dann sehe ich immer Streukreise. Die meisten werden dazu einen Streukreis herbeiziehen. Und wenn ich mir die Streukreise so ansehe, dann sehe ich ganz oft Streukreise mit 3 Schuss. Ich sehe manchmal auch Streukreise mit 5 Schuss und extrem selten Streukreise mit mehr als 5 Schuss. Sind diese Streukreise nun geeignet, die Präzision einer Waffe darzustellen? Das ist die erste Frage. Ich bin der Meinung, nein. Und das werde ich auch im Laufe des Videos begründen, warum das so ist. Natürlich sind diese Streukreise auch noch zusätzlich ein Ego-Problem vieler Leute, mich eingeschlossen. Das heißt, wenn man schießt, will man immer die besten Streukreise zeigen, die man geschossen hat. Ich kenne sehr wenige Leute, die schlechte Streukreise zeigen. Ich habe ja die Umfrage gemacht und viele haben sich in der Form geäußert, dass sie ja nicht wissen, wofür das ist. Aber die Aufgabenstellung war, einen Streukreis einfach mal anzugeben von der Waffe. Und viele haben natürlich den besseren Streukreis gewählt. Das hätte ich auch gemacht. Und ich kenne sehr wenige Leute, die das nicht machen. Und wenn ich in die Internetforen reingucke, dann sieht das auch nicht so aus, als wenn die Leute die schlechten Streukreise dort zum Besten geben. Das würde ich mal eher verneinen. Da das also nicht funktioniert, braucht man ein neues System, womit man Waffen auch vergleichen kann in der Präzision zwischen Waffe und Schütze. Und ich habe festgestellt, das amerikanische Militär hat ein bestimmtes System, um die Präzision von Waffen zu testen. Die machen das natürlich auch eingespannt, ganz klar, weil ja immer wieder unterschiedliche Schützen dabei sind. Aber die wollen das System der Waffe vergleichen mit einem anderen System der Waffe. Das heißt, man braucht ein neues System und dieses System stelle ich gleich vor. Aber ich möchte noch mal genau darauf kommen, jetzt im Punkt 2, warum ist ein Streukreis von 3 bis 5 Schuss nicht geeignet, um die Präzision mit anderen zu vergleichen oder überhaupt darzustellen. Warum ist das so? Zum einen wird ein Streukreis, wenn er gemessen wird von Mitte, Mitte, Außen, Außen, also man misst normalerweise ganz oft immer von Mitte des Einschusslochs bis zur anderen Mitte, dann kann ich auch unterschiedliche Kaliber vergleichen. Also Center to Center nennt sich das, CTC, also von Mitte zu Mitte messe ich die Streukreise. Die meisten Ballistikprogramme und die meisten Softwarepakete funktionieren auch genau so. Davon will ich auch auf gar keinen Fall abweichen. Was passiert, wenn ich jetzt einen Streukreis schieße von 3 Schuss? Dann können die 3 Schuss diesen Streukreis bilden. Wenn der zweite Schuss dazwischen liegt, also der mittlere, dann sind das nur noch 2 Schüsse, die diesen Streukreis bilden. Bei 5 Schuss sind meistens auch nur 2 Schüsse, die den Streukreis bilden, nämlich die beiden, die am weitesten auseinander liegen. Bei 10 Schüssen ebenfalls. Manchmal ist es noch ein dritter, aber das ist auch eher selten. Das heißt, ich mache zum Beispiel 5 Schüsse oder auch 10 Schüsse und das, was ich mit dem Streukreis messe, sind genau 2 Schüsse, nämlich die beiden schlechtesten. In dem Fall, die am weitesten außen liegen. Das ist statistisch gesehen nicht sehr klug. Denn ich habe ja, wenn ich zum Beispiel 10 Schuss mache, habe ich 8 Schuss weggedrückt. Die spielen überhaupt gar keine Rolle,
Und das kann ja wohl nicht sein bei einer Präzisionsbeurteilung, wenn ich jetzt 20 Schüsse mache und dann habe ich wieder nur 2 Schüsse, die weit außen liegen, dann sind die anderen 18 Schüsse vollkommen nichtssagend. Und das hat mit Statistik nun mal gar nichts zu tun. Das heißt, statistisch gesehen kann ich die Präzision einer Waffe überhaupt nicht darstellen mit einem einfachen Streukreis. Also mit dem Messen des CTC, also der beiden äußeren Schüsse, die ich da maximal auseinander habe. Das macht keinen Sinn. Zusätzlich kommt das Problem der Ausreißer ins Spiel. Ganz oft wird gesagt, das ist der eigentliche Streukreis und hier vorne ist ein Ausreißer. Ich habe diese Diskussion auch schon wieder gesehen bei den beiden Beispielen, die ich in der Umfrage genommen habe. Das habe ich ja nicht umsonst so gewählt. Und da wurde ganz oft das Thema, zweiter Streukreis war ja schlechter, wurde das Thema genannt, ja, das könnte ja ein Ausreißer sein. Aber woher will ich dann wissen, ob das wirklich ein Ausreißer ist? Das ist eine reine Annahme. Das heißt, ich werde das willkürlich festlegen, es sei denn, ich habe nun wirklich die Waffe verrissen und ich weiß das. Aber in den meisten Fällen weiß ich das nämlich überhaupt nicht, sondern behaupte es nur, weil ich da natürlich einen viel besseren Streukreis habe. Und das Problem Ausreißer kann ich quasi gar nicht erkennen mit normalen, einfachen Streukreisen. Mit anderen Methoden schon. Das werde ich nachher auch zeigen. Dass das Ganze Ego gesteuert ist, habe ich schon gesagt. Und das ist auch noch so ein Problem, was damit reinspielt. Man braucht also ein System der Vergleichbarkeit der Präzision, wo das Ego ausgeschlossen wird. Und das wäre doch viel besser für alle. Dann braucht sich keiner dahinter verstecken. Was ist dann aber besser geeignet? Und da habe ich herausgefunden, dass der sogenannte mittlere Radius, Mean Radius, besser geeignet ist. Er nennt sich auch Streukreisradius. Und dieses System basiert nicht auf 5 Schüssen oder auf nur 3 Schüssen, auch nicht auf 10, sondern auf 25 Schüssen. Wenn man jetzt aber 25 Schüsse auf ein Ziel abgibt, dann kann man die einzelnen Schüsse, wenn man gut trifft, nicht mehr auseinanderhalten. Dann ist meine ganze Messung aber auch hinfällig, weil ich muss jeden einzelnen Schuss auch messen können. Also besteht das System aus 5 verschiedenen Zielen mit jeweils 5 Schüssen, die ich normalerweise immer auseinanderhalten kann. Das ist ganz selten, dass das mal nicht der Fall ist. Also 5 Schüsse auf 5 Ziele ergibt 25 Schuss und 25 Schuss sind statistisch eine sehr gute Größe. Jedenfalls um einen Streukreis oder die Präzision einer Waffe darstellen zu können. Damit habe ich eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Waffen, zwischen den Kalibern und so weiter und kann sagen, welche Waffe ist präziser und welche Kombination Waffe und Schütze. Ein Vorteil dieser Methode ist auch, dass ich echte Ausreißer wirklich erkenne. Wenn man das Ganze jetzt durchführt, hat man auch noch den riesen Vorteil, dass es nicht ego-gesteuert ist, weil ich muss dann wirklich 5 Streukreise schießen und da kann man dann nicht mehr großartig den besten Streukreis rauswählen, weil das in der Vorgehensweise überhaupt nicht geht. Die erkläre ich nämlich gleich nochmal. Also ist das Problem auch beseitigt und das ist eine ehrliche Geschichte, die ich da vorweisen kann. Das Ganze hat natürlich auch einen Nachteil. Ich kann das nicht einfach mit einem Lineal messen. Das ist ja oft so mit Dingen, die wirklich besser sind. Sie erfordern ein bisschen mehr Aufwand und Arbeit und diesen Aufwand muss man hier in Form einer Software aufbringen. Man kann das Ganze nur mit Software berechnen und werte das Ganze zu Hause in Ruhe aus. Und wie die Software funktioniert, zeige ich im Ansatz noch mal ganz kurz jetzt gleich. Und in einem extra Video dann noch mal ganz genau. Nächster Punkt. Wie wird das in der Praxis durchgeführt? Das ist ganz einfach. Ich habe ein A4-Blatt. Etwas Größeres brauche ich ja nicht. Wenn ich etwas Größeres bräuchte, sollte ich vielleicht Heimer spielen. Also ich spreche jetzt natürlich das A4-Blatt an, was für 100 Meter gilt. Aber selbst bei 300 Metern könnte ein A4-Blatt reichen. Aber das ist jetzt auf 100 Meter gerechnet und so ein A4-Blatt reicht auf jeden Fall aus, um den Streukreis herauszufinden. Wenn ich also größere Streukreise schießen soll, müsste ich erstmal an der Munition arbeiten oder an meinen Schießfertigkeiten. Und man sieht, hier sind genau 5 Ziele drauf, der Streukreis. Also das muss nicht genau so aussehen, das können auch andere Ziele sein. Das spielt keine Rolle. Dafür gibt es auch Vorlagen, die sehen auch immer ein bisschen anders aus, die man sich einfach ausdrucken kann. Ich zeige das nochmal, wenn ich die Software vorstelle, wie das Ganze aussieht.
Außerdem werde ich natürlich wieder mal was verlinken, damit ihr das runterladen könnt und selbst ausprobieren könnt. Also, man geht folgendermaßen vor. Man heftet das Blatt an, legt sich seine Munition zurecht und schießt dann 5 Schuss nacheinander. Und zwar nicht in 20 Minuten, sondern normalerweise schießt man das Ganze, wenn ich jetzt keine, ich sag mal, temperaturfühlige Munition habe, schießt man das Ganze in einer Viertelstunde einfach weg. Ja, wenn ich dafür 2 Stunden brauche, dann ist das nicht mehr praxisgerecht. Wenn ich die Waffe ein bisschen abkühlen lassen will zwischendurch, dann schieße ich 5 Schuss in 2 Minuten, dann lasse ich die Waffe abkühlen, dann schieße ich nochmal 2 Minuten und so weiter. Also nicht so eine Schussfolge, wo ich mich da 2-3 Minuten, 4 Minuten einrichte, das macht auch keinen Sinn, es wird auch nicht besser. Man schießt also seine 5 Streukreise und jetzt kann es ja passieren, dass es mal einen Ausreißer gibt. Und ein Ausreißer ist auch erlaubt, wenn ich weiß, dass es wirklich ein Ausreißer war. Wenn ich nur sehe, dass das Geschoss nicht da eingeschlagen hat, ne? Nehmen wir zum Beispiel mal den hier, der ist ja hier daneben. Jetzt könnte ich sagen, das ist ein Ausreißer, aber ich weiß es doch gar nicht. Ja, das hier hinten, das war ein Ausreißer, aber den konnte ich ansagen vorher. Ansagen, oh, ich habe verrissen. Also bevor ich das Ziel gesehen habe, ich habe verrissen und dann habe ich einmal einen nachgeschossen. Aber nur einen einzigen für das ganze Blatt. Muss ich 2 nachschießen, ist das schon, ne, kann ich es wegschmeißen. Also das macht keinen Sinn. Das ist dann ist das meine Präzision, ne? Wenn ich einen Ausreißer habe und ich weiß, dass es ein Ausreißer ist, dann kann ich nochmal schießen. Dann schieße ich an der Stelle meinen 6. Schuss und das war es dann auch. Habe ich das ein zweites Mal einfach vergessen, so lassen, wie es ist. Man sieht das nachher in der Auswertung, ob es wirklich ein Ausreißer war oder nicht. Jedenfalls ganz oft. Das ist die Vorgehensweise. Danach wird das Ganze gescannt, abfotografiert, in die Software eingelesen und da kommt ein Maßstab mit dran. Und dann wird das Ganze ausgewertet. Also die einzelnen Zielpunkte werden gesetzt. Das Ganze wird, die ganzen einzelnen Einschüsse werden markiert. Jede einzelne Gruppe. Das Ganze wird dann einzeln ausgewertet und dann nochmal logischerweise zusammen, damit man den gemeinsamen mittleren Radius oder Streukreisradius ermitteln kann. Man kann es natürlich für jede einzelne Gruppe ermitteln und man kann es dann insgesamt ermitteln. Und das Interessante aber ist das Bild insgesamt. Ich habe hier mal ein Beispiel, ne, genau dieses Beispiel. Und die Frage ist, welcher Streukreis ist hier der beste? Da sind halbwegs gute dabei. Und das ist 338. Das ist jetzt nicht, kann man jetzt nicht vergleichen mit einer 6 mm Munition. Eine 338 schießt sich schon ordentlich anders. Und dann ist die auch noch richtig stark geladen. Das heißt, da gibt es auch einen richtigen Bums. Wie sieht das Ganze aus? Man kann hier, ich blende das mal ein, erkennen an dem Ergebnis, dass dieser eine Schuss, also der hier unten ist ja raus, aber dass dieser eine Schuss wirklich ein Ausreißer war, denn alle anderen liegen exakt in diesem Gesamtstreukreis, der ziemlich gut umrissen ist und der mir doch meine eigentliche Präzision sehr deutlich zeigt. Mit Ausreißer wäre die Präzision folgende, die mache ich mal da oben hin, und ohne Ausreißer wäre das der untere Fall und das wäre die echte Präzision. Das ist ja nur ein einziger Schuss, der außen liegt, das sieht man auch sehr deutlich. Und das ist die Präzision, die ich erreichen kann. Dort steht dann der mittlere Radius und der ist dann quasi das Vergleichsergebnis. Und wenn man mal jetzt guckt, den mittleren Radius von dem oberen und von dem unteren Bild, also mit und ohne Ausreißer, dann ist der wirklich nur minimal auseinander. Weil dieser eine Schuss, der so ein Ausreißer ist, der macht ja nicht den mittleren Radius kaputt, denn der basiert auf einer Multinormalverteilung, sagen wir mal einfach so, und hat was mit Statistik zu tun und lässt sich dann natürlich von so einem einzigen schlechten Ergebnis nicht so sehr beeinflussen. Das ist ja auch der riesengroße Vorteil, dass wenn ich mal daneben flagge, das überhaupt nicht so ein Problem ist. Hätte ich jetzt den Streukreis gemessen, wäre der eine einzige Schuss von 25 Schuss da unten entscheidend und das macht irgendwie keinen Sinn. Der Vorteil, den ich jetzt zusätzlich noch habe, ich sehe exakt meinen Offset. Also wie weit bin ich von dem echten Zielpunkt in der Mitte entfernt? Denn es lohnt ja kein geringer Streukreis, wenn ich das Ziel nicht in der Mitte treffe. Wenn ich meinen Streukreis neben dem Ziel habe, dann verliere ich trotzdem den Wettkampf. Ist ja wohl ganz klar. Also kann ich jetzt überprüfen, wie ist mein Offset. Und das Offset ist sogar ganz gut. Vielleicht sieht das nicht so aus, aber es ist weniger als ein halber Klick.
Und ja, den kann ich halt nicht einstellen. Ich muss es nur wissen, dass ich diesen ganz, ganz kleinen Punkt ein bisschen höher halte, ein bisschen weiter links. Das heißt, ich kann auch sehr genau sehen, ob mein Zielfernrohr sehr gut eingestellt ist oder ob ich etwas verstellen muss. Das ist die neue Methode und die will ich jetzt forcieren. Und dafür gibt es mehrere Wege. Und der eine Weg ist, dass vielleicht einige die Software auch nutzen. Ich werde die auch nochmal verlinken. Und die ist auch nicht teuer, die kostet unter 50 Euro. Und das andere ist, dass ich ein Projekt daraus mache. Das heißt, ich werde diese Streukreise einfach veröffentlichen. Und wenn genug Streukreise da sind, also wenn genug Leute mitmachen, dann hat man eine richtig gute Vergleichsbasis. Und ich veröffentliche das dann auf der Homepage, welche Streukreise können mit welcher Waffe und welcher Munition erreicht werden. Natürlich steht auch die Munition dabei. Dazu kommt aber noch mehr, weil bei der Munition gibt es ja noch ein anderes Projekt, was ich vorhabe, sodass das nochmal ein bisschen erweitert wird. Aber das hier wäre erstmal das Streukreisprojekt. Und damit das alle machen können, habe ich folgenden Vorschlag. Schießt diese Streukreise, ich verlinke das Blatt Papier, zum Beispiel das oder noch ein anderes, was nur schwarz-weiß ist, obwohl ihr das auch schwarz-weiß einfach ausdrucken könnt. Und dann schickt ihr mir einfach in einem Brief das Original und ich vermesse das in der Software und gebe euch die Ergebnisse zurück. Das ist doch mal ein Vorschlag. Und ihr könnt das auf 100 Meter machen und ihr könnt das auch auf 300 Meter machen und ihr könnt das auch öfter machen. Das heißt, wenn ihr ein besseres Ergebnis habt, dann schickt ihr einfach nochmal das Ding, aber nicht scannen, immer das Original schicken, weil das scanne ich selber. Und dann werdet ihr mit in die Liste aufgenommen. Das könnt ihr mit Namen machen, das könnt ihr anonym machen, wie ihr gerade lustig seid. Und dann habt ihr einen echten Vergleich eurer eigenen Waffe plus die Schützenleistung in Bezug auf die anderen Waffen. Also wenn genug mitmachen, dann wird das immer mehr. Und wenn einige auch damit arbeiten würden, hätte man einen echten Vergleich und nicht immer nur diese, guck mal hier, mein toller Streukreis, sondern das wäre eine statistisch relevante Größe, worauf man ordentlich basieren kann. Achso, der allerletzte Punkt, Punkt 6, den hatte ich eigentlich schon vorweggenommen jetzt. Das ist der Punkt Ladedaten, Munitionsdatenbank. Ich habe festgestellt, das ist ein Riesenaufwand. Ich werde ihn trotzdem machen, aber das Ganze wird nicht so einfach online gehen, sondern ich werde daraus Ladetabellen machen. Die müssen verifiziert werden, die muss ich alle nachrechnen. Ich kann ja nicht irgendwas veröffentlichen, was nicht stimmt. Und da brauche ich einen Haufen Informationen. Das wird es dann als gedruckte Version geben, aber im Zusammenhang hiermit gibt es auch natürlich auch grundlegende Ladedaten, aber in der gedruckten Version gibt es halt alles, was das Herz begehrt, also jede Kleinigkeit mit drin. Ich muss mal gucken, wie ich das ganze Projekt aufziehe. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin und ich muss gucken, wie ich das auf die Reihe bekomme. Aber ich sage mal, ich verspreche das und bisher habe ich auch alle meine Dinge gehalten, die ich versprochen habe. Das war das Thema mittlerer Radius, Streukreis, also Streukreisradius oder das Projekt Präzision, was jetzt angelaufen ist. Ich werde da noch einige Videos zu machen, weil es gibt ja noch viel zu zeigen, wie funktioniert das Ganze und auch die Software, wie funktioniert die. Das ist nämlich gar nicht so schwer und ich bin gespannt, wie das anläuft und ich würde mir wünschen, dass ihr mitmacht. Ja, so viel dazu. Vielen Dank fürs Reinschauen. Daumen hoch nicht vergessen, Kanal abonnieren nicht vergessen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.